Beim Hammer Racing Team brodelt kurz vor dem Rennen nicht nur das Kühlwasser. Hinter Funk geht's über den Verlauf nochmal. Oh, was ist los? 1-2-1-2, geht der Funk, ja oder nein? Please hold the line. Ihre Kfz-Crew ist zurzeit nicht erreichbar. Ich bin so aufgeregt. Die Strecke ist brutal ohne Ende. Ich kann mir gar nicht vorstellen oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir so eine schlimme Strecke schon mal gefahren sind. Also ich denke mal, 50% der Fahrer, die fallen heute aus. Ich hoffe, dass ich nicht dabei bin. 10 Kilometer Kies, Sand und Schlamm. Ein hartes Casting erwartet die 100 Kandidaten in den Tollwitzer Kieswerken. Am Ende kann nur einer Germany's Next Top Offroader werden. Chefjuror Jörg erklärt den Kandidaten die Choreografie für den ersten großen Catwalk. Doch ausgerechnet der Favorit ist unpässlich. Zeit ist Vorsprung, aber der Hammer bleibt ohnmächtig. Noch ahnt niemand, dass das nicht nur ein kleiner Schwächeanfall ist. Ich mache die Zimtkerzen raus und schaue mir mal an, wie die aussehen. Aber Pech haben sie hinter abgesoffen. Noch eine Minute! Scheiße! 650 PS im schönsten Dornröschenschlaf. Der ganze Tag umsonst! Wo ist meine Frau? Ist sie schon losgefahren? Ja. Bettinas Hammer performt mit 300 PS weniger, ganz ohne Starallüren. Hey, was ist mit dem Auto los? Was ist mit dem Auto los? Oh, boy. Bettina amüsiert sich auch ohne Uwe auf der Piste. We're gonna drift. Wir werden driften. Ich zeig dir, wie es geht. Wer hat denn gesagt, dass man mit einem Hammer von der Stange keinen Spaß haben kann? Das Haute Couture-Modell treibt die Schneider derweil in den Wahnsinn. Der 502er V8 Big Block ist ein Designerstück und gehört eigentlich in ein Speedboat. Ich krieg den Schlüssel von der Zündkerze nicht ab, weil da so ein scheiß Fickgummi drin ist, den irgendein Arschloch reingemacht hat. Ich könnte kotzen! Mit seinem Patchwork-Modell hat Uwe wohl auf den falschen Trend gesetzt. Dafür mutiert Bettinas Casual-Kollektion zum echten Renner. Jetzt muss ich den aber gleich mal überholen, das nervt mich ja jetzt hier, ne? Ein V8 Turbodiesel macht's möglich. Bettina wächst langsam in den Hammer rein. Er steht ja immer noch da. Mitleid oder Schadenfreude? Auf dem Laufsteg ist sich jeder selbst der Nächste. Solange der Profi nicht aus den Puschen kommt, hat Nachwuchstalent Bettina sogar Chancen, Germany's Next Top Offroader zu werden. Bettina! In der großen LKW-Klasse, da ist der Slow da vorne mit Dakar-Erfahrung, der ist halt auch richtig schnell. Und in der kleinen LKW-Klasse fährt eigentlich nur noch ein Auto. Das ist die Bettina Zirbis mit dem zweiten Hammer. Der andere Hammer hat Motorschaden, der konnte heute auch gar nicht starten. Und der Unimog, der als Favorit auch in der Klasse ist, der ist gerade rausgefahren, weil die auch reparieren müssen. Also wenn es weitergeht, dann ist Bettina in der Klasse vorne. Also gewinnt die Klasse vielleicht. Für Uwe rückt der Traum vom Titel in immer weitere Ferne. Seit 30 Minuten steht er hilflos am Start. Und das Schicksal hat schon den nächsten Tiefschlag in petto. Was für ein Biest! Statt den Schönheitsschlaf einfach zu beenden, wirft das V8-Monster den wackeren Prinzen aus dem Sattel. Das war eine klassische Fehlzündung. Bei einem kleinen Auto macht es einen kleinen Pups, bei so einem riesen Motor macht es einen kleinen Bums. Der führt dazu, dass man auch öfters mal das Gleichgewicht verlieren kann. Der tschechische Rivale hat weder Balance noch andere Probleme. Souverän zieht er am Hammerkönig vorbei. Also, zwei Runden ist Wahnsinn, die aufzuholen. Der Tatra ist Uwes ärgster Konkurrent um den deutschen Meistertitel. Aber war da nicht noch Ehefrau Bettina im zweiten Racing Hammer?
Während Uwe nur untätig rumsitzen kann, versucht sich Piloten Greenhorn Bettina im Multitasking. So, jetzt Zigarette. Sure. Yes, I can. Als aktuelle Hammer Force One auf der Piste kann Bettina sich den Luxus leisten. Wie mache ich das denn? So? Yeah, du hast's raus. Endlich springt auch bei Uwe der Funke über. Jetzt halt nichts mehr mit langsam fahren, jetzt fahre ich Vollgas, ist mir scheißegal. Jede Runde zählt. Wofür andere 3,5 Stunden haben, stehen dem Altmeister jetzt nur noch 2 zur Verfügung. Zum Glück kann Uwe über die schnellste Rundenzeit noch Bonuspunkte einfahren. Und er fährt. Wow, Alter. Du bist verrückt. Auf 160 km/h bringt es der getunte Hammer im Gelände. 200 Meter Kasten geradeaus. Wow, falsch. Da musst du mir sagen. Ja, scheiße. Zur gleichen Zeit im Hammer Fahrerlager. Endlich Zeit zum Aufräumen und Ausspannen. Yeah. Von wegen. Komm, danke, oder was? Okay. Henry soll kommen. Wo ist Henry? Nur noch ein Gang am Rennhammer. Eigentlich ist der holländische Getriebebauer nur als Zuschauer nach Tollwitz gekommen. Wahrscheinlich ist der Schalthebel, der geht über den Seilzug und wahrscheinlich ist der Seilzug abgebrochen oder der kann nicht mehr schalten. Also jetzt zweite Gang eingesperrt und fahren. In der Not fährt der Teufel auch im zweiten Gang. Uwe hetzt über die Piste wie der Leibhaftige. Keine göttliche Mission, sondern blanker Ehrgeiz reißt auch Bettina aus der Kaffeefahrtlethargie. Jetzt heißt es Zirbes gegen Zirbes. Sie hat mich ja zweimal überrundet, weil ich ja gestanden bin. Und im Rennen habe ich sie viermal wieder zurück überrundet. Also selber schön Platz gemacht für mich, ne? Wie es sich gehört, dass ich sie schnell überrunden konnte. Okay. Es war mega brutal. Es ist noch nicht vorbei. Nach der Vollgas-Action kommt der Geschicklichkeitsparcours. Mehr. Mehr. Doch, du schaffst es. Da runterfahren. Und die Stange auf deiner Seite. Ich fahr jetzt da rum. Willst du hier lang? This and dann hier rum und dann darüber. Okay. Durch 7 Tore müsst ihr gehen und dabei den Schaden möglichst gering halten. Falsche Torreihenfolge, Anfahrtsrichtung, Berühren oder gar Umfahren der Torstangen kosten Strafsekunden. Mühevolle Maßarbeit. Scheiße. Komm ich da rum? Das Labyrinth aus Dreck und Schlamm gibt Bettina wieder frei. Für das nächste Opfer besteht bei dieser Übung deutlich weniger Hoffnung. Der Uwe schafft das real gar nicht. Der bleibt bestimmt auf irgendeinem Hügel wieder stecken, weil der hat nur einen Gasfuß. Ne? Der hat ja nur 2 Einstellungen. Gas und kein Gas. Stecken bleibt Uwe tatsächlich, schon vor dem Start. In der Brust des Offroad-Monsters schlägt das Herz eines Speedboats. Und das hat schon wieder Kammerflimmern. Das Auto verdrängt den Standbild. Uwe versucht es mit Herzmassage. Kein Gas geben. Das hat kein Wert. Das sind 20 Punkte, die mir fehlen. 10 hier, 10 da hinten. Der kann ja reinpacken. Was soll ich sagen? Du siehst es doch selber. Ich kann nicht mehr als versuchen zu retten.
Nee, Jungs, die Haube können wir nicht hier aufmachen, dann müssen wir auf den Platz. Wir brechen nicht ab, wir fahren weiter. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Ihr seid das letzte Fahrzeug. Es tut uns echt leid, aber wir haben noch Quatsch vor uns. Wir können euch jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit geben zum Reparieren. Das geht nicht. Mann. Bleib stehen, 5 Minuten. Guck, was ist, wenn er läuft. Nach 5 Minuten läuft er, wenn nicht, wegziehen. Okay. Also 5 Minuten habt ihr, es gibt Gas! 5 Minuten habt ihr, los! Dann haben wir noch fahren. 5 Minuten, alles ding ding los! 5 Minuten, dann werden wir noch los! Ja, wir dürfen den nicht! Doch, wir gehen sofort! 5 Minuten! Ich höre jetzt auf hier! Das wird jetzt richtig gemacht oder gar nicht!